Sportsfreunde, der Tetzel hier von der Halbgottschmiede mit dem Dragon Slayer Mode und einem kleinen Vlog-Update heute. Ja, wir haben inzwischen den 17. Dezember, das heißt, das Jahr nähert sich mit riesigen Schritten dem Ende und ihr seht es, die Booking-Season läuft immer noch hervorragend. Ich habe gedacht, für euch, ja, habe ich hier eine ganz weihnachtliche Stimmung mal verbreitet. Und mir so einen kleinen Pflaster-Weihnachtsbaum zugelegt, ne? Weil ich bin ja total der Weihnachtsfreak. Man könnte auch sagen, der Grinch. Und habe einfach mal gesagt, naja, so mini bisschen Deko gibt es extra für meine Zuschauer. Ja, womit fangen wir dieses Video an? Nach dieser kleinen Einleitung mit einem Dankeschön möchte ich anfangen. Mit einem Dankeschön an dich, an euch, die ihr in diesem Jahr vielleicht erst zu mir gefunden habt, die ihr mich begleitet, wieder mal meinem Weg folgt, meinen Abenteuern, wie ich immer so schön sage. Und ich wünsche euch allen ein ganz, ganz besinnliches Fest, egal welches ihr feiert. Ich wünsche euch jede Menge weihnachtliche Muskelzuwächse und macht euch nichts aus eventuellen Speckitätszusätzen, Zuwächsen. Die kriegt ihr natürlich wieder weg. Ihr wisst ja, wie es funktioniert, Leute. Und denkt dran, Lebkuchen und Gummibärchen gehen immer direkt in die Arme. Ja, ganz wichtig. Und natürlich wünsche ich euch einen guten Rutsch und ich wünsche euch alles Gute für ein schönes Jahr 2016. Jetzt schon mal. Dazu gibt es natürlich dann sicherlich noch mal ein paar Worte mehr von mir. Wem sollte man vielleicht noch danken? Ganz definitiv natürlich den Menschen, die mich damals in meiner Wettkampfvorbereitung ertragen haben. Und ich danke auch an dieser Stelle nochmal ganz besonders MyProtein, die mich seit ungefähr März 2015 jetzt schon unterstützen mit ihren Produkten und durch die ich einfach schon eine Menge erlebt habe, sei es das Fotoshooting in Manchester oder eben auch die FIBO selber und andere Aktionen, die man gemeinsam startet. Macht mir ganz viel Spaß. Das wird auch in nächster Zeit ein großer Teil für mich sein, da weiterzuarbeiten mit MyProtein und euch da sicherlich auch noch ein, zwei Sachen zu vorzustellen. Tja, wie sieht es sonst aus? Am 20. Dezember geht es nach Berlin für mich. Das ist also jetzt der kommende Sonntag. Da gibt es den nächsten Videodreh mit Bodybuilding Ref. Adam Raw tritt an gegen Romano Rengel. Und zwar in einem Wettkampf, der gemischt sein wird, was Calisthenics-Bewegungen und Powerlifting angeht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich darf live dabei sein und werde mir das natürlich nicht entgehen lassen, die Eindrücke da zu sammeln. Vielleicht für euch natürlich auch ein paar Eindrücke einfangen. Also die Kamera ist natürlich mit dabei. Das wird sicherlich ein großartiges Event. Ja, Anfang des Jahres geht es damit auch weiter. Mit Bodybuilding Ref stehen noch einige Projekte an, wo ich mich sehr darüber freue, wo ich auch sehr stolz bin, da Teil sein zu dürfen, dieser Crew und mit diesen wirklich tollen Menschen, die einfach der Sport unglaublich verbindet, arbeiten zu können. Dadurch auch eine Menge Leute schon kennengelernt und viel Spaß gehabt. Bei mir persönlich immer noch keine Diät in Sicht, sondern halt nur, ja, mal wieder ein bewussteres Ernähren. Ab dem 1.1. auf jeden Fall geht es dann mit Ernährungsplan weiter. Im Moment, ihr seht es ja, so wie ich aussehe, das Essen war ein bisschen in Normalität zurückgekehrt. Soll heißen, ich habe tatsächlich auch wieder ein Sättigungsgefühl. Ganz wichtiger Effekt. Ja. Das hat sich jetzt Monate hingezogen, bis ich das wieder hatte. Also ich kann jetzt auch relativ normale Portionen essen und habe das Gefühl, hey, ich bin ganz gut voll. Und ich muss keine XXXXL Riesenportionen verdrücken, um irgendwie das Gefühl zu haben, was im Bauch zu haben. Das ist echt eine klasse Sache. Das könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Dementsprechend habe ich jetzt auch gar nicht so den Wahnsinnsdrang, gerade zu Diäten. Ich möchte natürlich in Form sein zur FIBO, aber bei der FIBO geht es auch weiter mit dem ersten Strongman-Wettkampf, mit der GFSA, mit dem Zweitliga-Deutschland-Cup, wie man so schön sagt. Da bin ich jetzt fleißig dabei, mich darauf vorzubereiten. Die Kraftwerte sind aktuell ganz gut. Vor allen Dingen Kniebeugen entwickelt sich immer besser. Ich habe jetzt beim letzten Training 3 Sätze A5 mit 200 gebeugt, hatte noch ein ganz klein bisschen Rückenmuskelkater, darum danach lieber dann 6er mit 180 gemacht und wollte lieber den Rücken ein bisschen, naja, im Fokus lassen, soll heißen, darauf achten, dass ich mich da nicht verletze, weil mit der Hüfte und der LWS, ihr wisst ja, wie das immer so ist. Kreuzheben läuft tatsächlich immer noch nicht besonders gut, ich bin nicht so ganz zufrieden mit meiner Kreuzhebeleistung. Ich arbeite immer noch an der Technik und bis ich da wirklich wieder sehr schwere Sachen heben kann, wird sich noch ein bisschen hinziehen. Also 240 habe ich wieder gezogen,
Die haben sich aber noch nicht so richtig gut angefühlt. Die gingen auf jeden Fall besser hoch als früher sozusagen. Aber naja, also da wird sich noch das Ganze ein bisschen hinziehen, bis wir da wirklich wieder bei Kraftwerten sind, die repräsentativ sind, denke ich. Maximalkraftversuch werde ich machen, wahrscheinlich aber ein bisschen nach hinten verschoben. Nicht am letzten Training im Dezember, sondern wahrscheinlich im Januar. Weil ich ja dann ein ganz kleines bisschen cutte, sozusagen, um in einer guten Form zu sein. Also wie gesagt, shredded ist ja überhaupt nicht das Thema. Aber nicht allzu viel Kraft zu verlieren. Ja, und dann werden wir mal schauen, wo so ungefähr der Plan ist. Ich habe so eine kleine Challenge laufen mit dem Max Ernst. Das ist ein Gewichtheber und auch Powerlifter aus Südbayern. Liebe Grüße an dieser Stelle. Der möchte 250 beugen bis Januar. Und ich werde es auch versuchen. Schauen wir mal. Ganz so weit bin ich noch nicht. Aber Dragonslayer-mäßig wird natürlich drum gekämpft. Ja, was geht sonst so ab? Im Moment versuche ich immer wieder eine kleine Balance zu finden und mich nicht 24 Stunden am Tag mit Fitness zu beschäftigen. Darum sind auch die Inhaltsvideos, die Themenvideos im Moment sehr rar, weil ich einfach versuche, mich mit anderen Sachen zu beschäftigen, eben aufgrund dessen, was ich schon im letzten Vlog erzählt habe, dass ich für die Band auch Texte schreiben muss und mich mal mit anderen Sachen beschäftigen muss. Ihr könnt euch das vorstellen, wenn ihr euch so viel mit Fitness, Ernährung, Bodybuilding, Kraftsport beschäftigt und das so euren Tagesablauf auch großteils bestimmt und euer Leben in gewisser Weise damit strukturiert ist, also nicht unbedingt darum, aber das einfach ein sehr fester Bestandteil ist, ist es manchmal schwer, andere Gedanken zu finden. Ich habe mir jetzt in letzter Zeit einfach mal herausgenommen, wieder ein bisschen was zu zocken, mit Freunden einfach über ganz andere Sachen zu sprechen, auch mal wieder mit anderen Bekannten zu Kontakt zu haben, die vielleicht gar nichts damit zu tun haben und eben mich auch wieder viel mehr mit Musik einzulassen, damit ich mich auf diese Sachen konzentrieren kann. Natürlich heißt das nicht, dass ich euch vernachlässige. Meine zwei Videos die Woche, wisst ihr, die sollt ihr bekommen, die will ich euch auf jeden Fall bieten und das ist mir auch ganz wichtig. Ja. Was gibt es sonst noch Neues? Ich habe mir gerade ein Spiel gekauft und habe mich total gefreut im An- und Verkauf. Ja, Final Fantasy X und X-2, das Remaster für die PS3. Da bin ich ein bisschen enttäuscht von Square, dass man sich das theoretisch 5-mal kaufen kann für die PS3, für die PS4, für die PlayStation Vita. So ein bisschen Cross-Buy wäre da mal angebracht. Was gibt es noch Neues zu erzählen? Ja, MyProtein hat was Neues an dieser Stelle. Sei das nur mal kurz vorgestellt, und zwar die Organic Line. Vegane Produkte, glutenfrei, Vegetarian Society Approved, haben wir hier drauf, GB Org 05, Non-European Agriculture, okay. Müsste ich tatsächlich nachgucken, was diese Batch erstmal heißt. Ich lese es nur gerade vor, Soil Association Organic, also wir haben hier verschiedene so kleine Siegel drauf. Wie gesagt, tiefere Bedeutung müsste ich nachgucken. Es geht also wirklich darum, sehr Bio-Produkte rauszubringen. Was haben wir hier? Kakao Liquor Buttons, Maca Powder, Lucuma Pulver und Chiasamen. Ich muss gestehen, ich habe mich bis jetzt noch mit keinem großartig davon beschäftigt, mit den Chiasamen. Die sind ja recht bekannt. Da haben wir natürlich ein Produkt, was vielen als gesundes Nahrungsmittel bekannt ist. Ich werde mich mal ein bisschen da einlesen müssen und euch dann entsprechend auch zum Verzehr Rückmeldung geben. Erstmal kann ich nur sagen, sieht alles gut aus und bin gespannt, was die Produkte hergeben. Jetzt ist das Video schon wieder ganz schön lang geworden. Gibt es noch irgendwas Wichtiges? Ja, gibt es was, was euch wichtig ist? Was habt ihr vor über eure Feiertage? Was habt ihr vor im neuen Jahr? Würde mich mal interessieren. Hinterlasst mir gerne Kommentare. Wie sehen eure Ziele aus? Was wollt ihr im nächsten Jahr starten? Wo werdet ihr anzutreffen sein? Und ja, welche Rekorde werdet ihr brechen? Erzählt mir was darüber. Ich wünsche euch einen fleißigen Mann mit roter Zipfelmütze. Yay, Weihnachtsstimmung. Nochmal hier. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, Dragonslayer Mode. Euer Tetzel. My Protein. Fuel your ambition.